Ja, moin, hier ist Marcel wegen dem Stadium Events. Hallo, moin. Genau, ich bin in. Ja, ich bin interessiert auf jeden Fall an dem Spiel. Suche ich jetzt schon lange und habe mich sehr gefreut, dass mal ein Angebot ist aus Schleswig-Holstein. Das hat man ja auch nicht so oft. Und ja, erstmal natürlich die Frage, ob es noch verfügbar ist. Das scheint ja so zu sein. Ja. Ja, klar, du hast wahrscheinlich auch schon einige Angebote bekommen, wo du ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt hast und gesagt hast, nein, danke. Ich gehe mal davon aus, das Spiel ist original. Ja, okay. Jetzt die Frage nach dem Preis. Also sie haben das ja zusammen mit dem Athletic World für 399, glaube ich, eingestellt. Ich frage mal so, also das Athletic World, das habe ich schon. Das habe ich schon in der Sammlung. Das bräuchte ich nicht. Das Athletic World liegt preislich, würde ich jetzt sagen, so im Bereich 20 bis 30 Euro. Manchmal auch ein Ticken mehr. Ich frage einfach mal direkt raus, was wäre Ihr Last Price für das Stadium Event? Preis und da geht dann auch nichts mehr drunter. Also ich habe ja schon gesagt, klar, bin ich bereit, marktfair zu bezahlen auf jeden Fall. Das Ding ist, ich habe halt natürlich eine etwas weitere Anfahrt so. Wie gesagt, wenn Sie sagen, okay, ich muss natürlich dann auch erstmal den Zustand des Moduls, können Sie vielleicht sagen, wie der ist? Sieht das tipptopp aus oder gibt es da einen perfekter Zustand? Okay, also dass der Aufkleber sitzt an allen Ecken und okay. So ein richtiger Sammlerzustand. Okay. Ich würde kommen, also spontan, und würde 300 Euro mitbringen. Und dann würde ich es abholen. Direkt Cash auf die Kralle. Okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Freue ich mich mega. Also, Sie können auf jeden Fall wissen, ich bin richtig aufgeregt. Sie können wissen, dass dass das echt in gute Sammlerhände kommt. Ich bin jetzt habe selber jetzt an die 280 NES-Module hier und bin also auf dem Weg, ein komplettes Set zu sammeln und würde mich extrem freuen, wenn ich das für den Preis bei Ihnen abholen kann. Können wir machen. Das ist wirklich cool. Freue ich mich sehr. Müssen wir uns nur verabreden. Leute, jetzt wird es richtig abgefahren. Ich habe also eben mit der Dame telefoniert. Ihr habt das ja so ausschnittweise gehört. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde mich also jetzt gleich ein bisschen frisch machen. Werde mein ganzes Kamera-Equipment einpacken, denn ich möchte euch gerne mitnehmen. Und werden mich auf die 1,5 Stunden Autofahrt begeben, um um Stadium Events abzuholen. Ja, ich werde also gleich Stadium Events abholen. Die Verkäuferin scheint total nett zu sein und ja, hat mir also gesagt, das Spiel sei 100% original und in einem absolut neuwertigen Zustand. Und ich werde das Spiel also dann gleich abholen. Ich werde euch mitnehmen. Und dann schauen wir mal, was es zu sehen gibt. Drückt mir also die Daumen, dass das alles gut klappt und dass es auch wirklich original und minzig ist. Und dann werde ich also zu einem ultra fairen Preis dieses Granatenspiel meiner Sammlung hinzufügen. Ich bin voll aufgeregt. So, Freunde, ich mache mich jetzt auf den Weg und Alter, ich habe eben noch mein Portemonnaie gesucht und alles ging irgendwie schief, aber jetzt bin ich startklar und ihr habt es gesehen, ich brauche ungefähr eine gute Stunde und ich würde sagen, let's take the road to Stadium Events. Take it to the next level.
Freunde, ich wollte einfach nur noch mal ganz kurz sagen, dass es sich so extrem gut anfühlt. So extrem gut anfühlt. Ein bisschen den Ertrag, den ich durch euch, also eventuell bist ja auch wirklich du dafür mitverantwortlich, den ich durch euch eben bekommen habe die letzten Tage durch diverse Verkäufe meiner Games, die ich aussortiert habe, dafür jetzt einen richtig dicken Brocken, einen richtig fetten Fisch in meine Sammlung aufzunehmen. Und ich danke auf jeden Fall euch allen, die ihr mich bisher unterstützt habt, an dieser Stelle schon mal dafür, und werde auch gerne nachher in der Endcard nochmal ein paar Vornamen oder YouTube-Channel-Namen einblenden. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Es ist mega, dass du mir hilfst und dass du ja dabei bist und eben auch dafür sorgst, dass ich hier sowas machen kann. Und ich hoffe, ihr werdet gut entertained hier in diesem Video. Und Alter, ich bin so aufgeregt, ey. Vorhin, als ich losgefahren bin, hat mein Kupplungsfuß irgendwie voll den Tadamax gemacht, ey. So am Zittern gewesen, weißt du, wie in der Führerscheinprüfung. Gut, aber ich hab's jetzt nicht mehr weit und boah, er wird immer nervöser, die Hände sind schwitzig und ich hoffe, dass das Spiel also in einem MINT-Zustand ist, genauso wie die Dame das angekündigt hat. Ich habe auch einen Schraubenzieher dabei, um das Modul zu öffnen vor Ort. Ich weiß noch nicht genau, wie ich vor Ort drehen kann. Ich habe zwar mir vorab von der Dame eine Dreherlaubnis geholt, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall Szenen von der Übergabe sehen. Aber wie das dann letztendlich da aussieht, weiß ich natürlich nicht. Lassen wir uns einfach mal ein bisschen überraschen. Bis gleich, liebe Freunde, wir sehen uns gleich. Moin! Hallo! Moin erstmal. Moin. Ich heiße Marcel. So können wir das ja mal ganz einfach machen. Stadium Events. Wahnsinn. Also es ist eigentlich vollkommen, sieht aus wie neu. Das sieht ja wirklich aus wie neu. Ja, so behandeln wir unsere Spiele. Wieso haben Sie das? Weiß ich, also das Problem an der ganzen Sache ist, früher, wo meine Kinder klein waren, war mein Mann viel auf Montage. Ja. Und hat dann überall, also war Würzburg die Ecke und da gab es so Läden und so, und dann hat er das wohl mal gekauft. Und ich habe das per Zufall, weil wir das jetzt auflösen. Ja. Ich mit Ihrem Einverständnis, oder mit, ich darf du sagen, oder? Ja, ja. Mit deinem Einverständnis, darf ich das einmal öffnen? Ich habe ein Werkzeug mit, einmal, wenn ich mir einmal passiert, die. Nee, das weiter? Sieht hinterher genauso aus wie jetzt. Also ich habe da extra keine Ahnung zu, ne? Extra ein Spezialwerkzeug dabei, weil ich mir einmal ganz gerne die Platine angucken möchte. Das ist gerade bei so hochpreisigen Sachen. Ja, ja, ich glaube. Ich vertraue Ihnen total, aber es ist eben doch einfach für mich einmal ein bisschen schöner da reinzugucken. So habe ich mich damit auch nicht gemacht. Ne? Ja, das ist. Damals gekauft. Und genau, also vielleicht nochmal, ich hatte das ja am Telefon schon kurz erwähnt, es gibt einfach auf diesem NES-Markt, gerade für diese seltenen Spiele, inzwischen so viel Mist und so viel Gefälsche und alles. Also teilweise, es wurde ja sogar schon sozusagen, das wurde schon gemeldet, weil ich das zu hoch reingestellt habe. Zu hoch? Ja. Also der Preis ist absolut fair. Ja. Ist jetzt kein super Schnäppchen, aber. Das sind welche, die dann keine Ahnung haben, ne? Schätze ich mal. Ne? Die wollen dann so ein Spiel für 10 Euro oder was weiß ich. Nee, also man hat manchmal, das kann ich Ihnen mal zeigen, es gibt, wie gesagt, also davon gute Kopien. Ach so. Und die Besitzer wissen das so manchmal gar nicht. Es gibt auch viele Besitzer, die verkaufen dann die Spiele und die haben aber eine Kopie, ohne es zu wissen. Ach so. So, und deswegen gucke ich halt nach. Aber wenn man hier jetzt schon weiß, zum Beispiel diesen Nintendo-Schriftzug hat und die Chips richtig nummeriert sind und das sieht also alles 100% koscher aus, dann. Also das natürlich, okay, das. Das sieht man manchmal dann gar nicht von außen so. Ne? Man, das wusste ich. Also es müsste eigentlich alles original sein. Ja, ist es auch. Also soweit ich das verifizieren kann. Also dann war es unwissend, also ganz ehrlich. Nee,
da kann ich jetzt auch nicht sehen. Höchstens vielleicht an der Außenfront ein bisschen Stau. Ja, damit kann man leben. Damit kann ich leben. Dafür ist der Deal gut. Okay, ja, ich nehme es natürlich. Super. Und freue mich einen Keks. Ja, das also, glaube ich. Da haben Sie ein Schnäppchen gemacht, ne? Ja, genau. Also es ist halt schwierig, die Spiele wirklich zu Schnäppchenpreisen zu finden. Naja, aber ich bin auch froh. Jetzt habe ich das schon so lange drin, ne? Und ich bin auch froh, wenn ich es los bin. Ne? Ja. Gerade an einen so wie Sie, der dann auch weiß, das zu schätzen. Das bleibt, ne, auch in der Sammlung auf jeden Fall. Also ja, ich, viele sind ja, oh, was ist das denn, viel zu hoch und so. Aber die, ja, wissen gar nicht, dass das so ein seltenes Spiel ist. Ne? Ich bin zu Hause, als wir fertig telefoniert hatten, bin ich richtig ausgeflippt. Also ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und dann füge ich also ein wirklich tolles Spiel meiner Sammlung hinzu. Na, da freue ich mich aber auch. Einerseits für das Geld und andererseits, dass es noch in so gute Hände kommt. Also für den Deal auf jeden Fall vielen Dank. Ja. Und dir auf jeden Fall alles Gute. Ja. Soweit. Geil. Geil. Geil, wie ich das feier. Stadium Events. Riecht little schön, richtig schön Stadium Eventsig. Geil, ich zeig's euch direkt vom Fleck. Ich zeig's euch ja nachher sowieso nochmal. Aber wir haben hier also wirklich eine Mint-Copy. Eine Mint-Copy von Stadium Events. Ich habe das Ding, ihr habt das gesehen, ich habe es aufgeschraubt, ich habe mir die Chips angeguckt, ich habe mir das ganze Ding auseinandergenommen und ich verifiziere es mal für echt. Werde da zu Hause auch nochmal weiter recherchieren, aber das Ding ist 100% original und 100% neu. Das ist neu. Die Kontakte sind neu. Es ist Stadium Events. Ich habe ein Stadium freaking Stadium Events in der Sammlung, Freunde. Deswegen, diese Reise hat sich gelohnt bei diesen Temperaturen hier und die Verkäuferin war total nett, mega nett. Vielen Dank. Also falls du dir das anguckst, das Video, danke nochmal dafür. Du machst also wirklich einen Sammler glücklich und danke auch nochmal an alle, die mich hier auf der Reise unterstützen und mir sowas hier möglich machen. Mega, mega geil. Ich fahre jetzt nach Hause und freue mich einen Ast ab. Moin, liebe Retro-Freunde, ich bin nach einem ziemlich langen und anstrengenden Turn zurück. Aber was soll ich sagen, ich bin mega happy. Ich habe meiner Sammlung hinzuzufügen Stadium Events. Freaking Stadium Events. Von Bandai, ich habe das Ganze mehrfach verifiziert. Das ist auf jeden Fall eine 100% echte Kopie. Also eine echte Version, wenn man so will. Also eben keine Kopie, keine Repro, sondern das Ding ist zu 100% echt und zu 100% neuwertig. Und ich bin platt. Ich bedanke mich nochmal, jetzt glaube ich zum dritten, vierten Mal, nochmal bei euch allen dafür, dass ihr mir bei diesem Neuzugang geholfen habt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also Mooney, du hast mitgeholfen. Hier, meine Pixel-Jungs haben mitgeholfen. Der Georg hat mitgeholfen. Und wie sie alle heißen, der Alex hat mitgeholfen. Jeder, der mir also in der letzten Woche ein Spiel abgenommen hat, egal wie viel Spiele oder egal wie viel der Kostenaufwand für euch war, ihr habt dafür gesorgt, dass ich mir jetzt dieses hammermäßige Game für die Sammlung holen konnte. Und ich bin unglaublich stolz, ich bin unglaublich froh, ich bin super glücklich mit diesem Stück. Und was soll ich sagen, ich glaube, ihr habt alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ich melde mich an dieser Stelle ab. Wir beide machen jetzt noch einen schönen, verbringen noch einen schönen Abend miteinander. Und ich werde das Ganze auf jeden Fall jetzt nochmal richtig reinigen und dann in meine Sammlung stellen, in meine, ja, vielleicht dann demnächst auch in eine kleine Vitrine rein, weil das echt ein Highlight ist. Ich bin total platt, ich flippe echt aus. Ich sehe zwar jetzt nicht so aus, aber innerlich ist es hier sehr bewegt und ja, was soll ich sagen? Also nochmal vielen Dank, ich bin raus. Melde mich ab, bis zum nächsten Mal. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass der nächste Fund auf jeden Fall nicht so immens krass wird, aber ich bin on my way und ihr werdet natürlich als erstes informiert. Also, liebe Freunde, macht's gut. Euer Marcel. Ciao.